Ja, vielen Dank, Wolfgang. Schönen guten Abend auch nochmal von mir. So, wir beginnen jetzt ganz rasant mit dem Vulkan Mount Everest. 60 Sekunden Laufzeit. Im rechten Bereich des Feldes haben wir aufgebaut. Der Mount Everest, unser großer Vulkan. Rechts im Feld befindet sich der Vulkan. Brennt gerade an. Das war der Mount Everest an Position 1. Weiter geht es mit unserer 16-Schuss-Batterie, der Pluto mit gemischten Effekten, Luftwirbeln, Crossets und Glitzerbouquets. Die Pluto. Ja, das war die Position 2, die Pluto. An Position 3 die Graffiti, eine 2-Stufen-Batterie, Feuertöpfe und große Bouquets mit einem kleinen Finale, 12 Schuss, die Graffiti. Die Batterie auf der rechten Position war etwas voreilig. Das war die Graffiti. An Position 4 unser Nightstar Sternbatterie. Ähnlicher Effekt wie bei der Graffiti. Nur in dem Fall 15 Schuss. Der Artikel Nightstar. Position 5, unsere Shootout, verschiedene Effekte in einer Batterie, verschiedene Kaliber, Heuler, Kometen und Bouquets. Der Artikel Shootout. Weiter geht es mit der Noisemaker auf der Position 6, 30 Schuss, große Silberpalmen, abgewechselt mit Knisterbouquets und einem 5-Schuss-Finale. Der Artikel Noisemaker. So, Batterie ist durchordnbar. Bitte einmal ablöschen.
So, und hier zurück. Es geht weiter mit der Position 7, unser Donnerdrachen. So, das war der Donnerdrachen an Position 8, unsere Fächerbatterie Mayday. Das war die Position 8, die Batterie Mayday. Weiter geht es an Position 9 mit der Death Valley 43 Schuss, brandneu in diesem Jahr und deswegen einzeln geschossen. Die Death Valley mit 43 Schuss. Ja, das war die Death Valley. An Position 10, unsere 27-Schuss-Batterie in Kombination am Anfang mit einer kleinen Fontäne, der Artikel Full Energy. Weiter geht es mit dem Basilisk. Auf der Position 11 gibt es in zwei verschiedenen Versionen. Einmal in der Gold-Version und der Multicolor. Sie sehen jetzt die Multicolor-Version des Basilisk. So, an Position 12 geht es weiter mit der Kingcom, eine Kombination aus Bouquet-Abschüssen und römischen Lichtern. Der Artikel Kingcom mit 41 Schuss. So, weiter geht's mit der Master of Light, einer römischen Lichter Z-Batterie.
So, so, dann geht's weiter an Position 14 mit der Chinatown, 40 Schuss. Und last but not least, die Code Red an Position 15. Das war die Vorführung der Firma Keller. Ich bedanke mich recht herzlich. Einen schönen Abend noch. Danke.